Ja, und ich habe 23 Level gefarmt bis jetzt gerade. Ich hatte 16. Was? Ich sag's dir ja, so. Ja, seit Anfang der Folge. Fürs Erste ist ja, erstmal viel, weil du mir den Boden gegeben hast, aber glaub mir, dafür, dass du mein Gebäude angefackelt hast, kriegst du auf jeden Fall. Ich hab dir das, gesagt, ich hab dir gesagt, bist du dir sicher, dass du dich mit dem Admin anlegen willst? Eines Tages wirst du wirklich das. Ich hab zu dir gesagt, bist du sicher, dass du dich mit dem Admin anlegen willst? Du hast gesagt, ja, was willst du machen? Du hast mich ganz abgeschossen. Was willst du machen? Was willst du machen? Jetzt habe ich dir gezeigt, was ich machen will. Stefan, ich farme jetzt schon mal ein bisschen TNT. Sagen wir es mal so. Okay, dann entferne ich den Cobblestone und ersetze ihn bei mir in der Basis nur noch durch Obsidian. Dürfte ja nicht lange dauern, ich habe ja schon angefangen. Ja, fahr mal hier 1000 Obsidian. Allein diese Lebensverschwendung, die Taubes du da rein, die Lebenszeit, die du rein investierst, alles aus Obsidian zu machen, ist eine genügend Strafe. Das ist genauso schlimm. Ja, ist aber nicht so schlimm wie du mit deinem Färm, ne? Ich meine, hey, das waren zwei Sekunden, wo es gebrannt hat und es ist jetzt wieder. Wie viel Arbeit habe ich dir damit gemacht? Ich schwör's dir, Alter, du hast mich 3000 Mal umgebracht, wo ich auf meinem Turm die ganze Zeit rumgebaut habe. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, wie weit habe ich dich jetzt zurückgeschlagen? Mit 5 Sekunden anzünden? Komm zu meinem Haus. Wie viel Zeit musst du da jetzt wieder rein investieren, um das wieder zu neu zu machen? Liegt vorm Haus. Das ist genug, Ton, hey, weißt du? Ich hab schon mal einen Nettigkeitsbogen. Danke. Achso, das da, so ein Gebäude. Ja, keine Ahnung. Meine Axt. Ah, die hab ich erkriegt. Du hast meine Schere noch. Und du hast noch von mir mein verrottetes Fleisch, weil ich hab. Oh nein, verrottetes Fleisch, wie kann er nur? Ja, gib mir meine Schere, dann gebe ich dir. Ja, ich esse halt wirklich immer verrottetes Fleisch. Warum? Ich hab nichts anderes. Das ist traurig, weißt du das? Rennst mit dir herum, aber ich hab kein anderes Essen, Mann. Ich hab nur Dias. Ja. Ich sag's mal so, wenn mein Gebäude wirklich komplett abgefackelt wäre, glaube ich, wär's das dann auch für mich gewesen. Also keine Ahnung. No. Das ist echt traurig, weißt du das? Da hatte ich eigentlich keine Lust mehr. Oh Mann, wow. Bist echt melancholisch drauf gerade, weißt du das? Kaum ist die Aufnahme bei dir aus, Alter, bist du total. Ja, kein Bock hier, Alter. Alles gibt mir auf den Sack. Ja, mein Gebäude wurde angezündet. Ja, und dann baust du es neu. Wo ist denn das Problem, Alter? Wenn ich jedes Mal aufgehört hätte. Das ist alles, was ich bisher auf diesem Server gemacht habe. Ja, guck dir an, was du auf dem Server gemacht hast. Du meckerst rum bei anderen Leuten, die machen so gut wie nix. Verschwenden nur Plätze hier. Und du, ne? Wann hab ich das? Also bitte. Weil du das gesagt hast, bei dem einen Typen, der hier die ganze Zeit. Ich hab ein Schwertschwängel auf meinem Haus gebaut, ganz genau. Dann hab ich noch einen krassen Turm gebaut, der auch noch einigermaßen in Arbeit ist. Dann hab ich jetzt noch meine Scheune ein bisschen erweitert. Leute, schauen wir jetzt doch einmal die Rückblende an von den letzten Folgen. 2,5 Folgen nur farmen vor der scheiß XP-Farm. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Man sieht auf jeden Fall auf dem Server, hast du richtig viel gemacht, Alter, auf jeden Fall. Mehr als du? Das reicht mir. Ich farm hier 3000. Also, ich farm im Gegensatz zu dir 1 Million Wolle, farm hier meine Schafe zusammen, setze alles hin, um dann alles abgefackelt zu werden. Ja. Ich hab dir gesagt, fuck mich nicht ab mit deinem Bogen. Abfackeln. Ich weiß nicht, das TNT wird da sein. Das TNT wird da sein. Und die Einstellungen sind aus, dass TNT nicht explodieren kann. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Verdammte Scheiße! Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit sage, Alter. Ich finde das einfach so lächerlich, du mit deinem TNT, Alter. Weißt du, die Einstellung ist die ganze Zeit aus. Okay, nein, ich werd mir eine Falle ausdenken. Deswegen konnte ich das überhaupt nicht ernst nehmen, was du die ganze Zeit sagst, Alter. Ich kann dich einfach gerade echt nicht ernst nehmen, Alter. Ich werde dich, Alter, mein TNT wartet nur auf dich. Ich werde dir eine Falle stellen, glaub mir. Ja, ich glaub dir. Ich bin mal gespannt, wie kreativ du da bist. Oh, ich hab ne Idee. Oh, es muss halt nur ohne TNT und ohne Feuer sein. Oh, das ist einfach sehr interessant. Das ist aber wirklich sehr interessant. Ich habe auch eine Idee. Interessiert keinen. Kannst dein ganzes Haus abbauen. Was? Alter, was ist mit deiner Statur los? Mit deiner Statur? Das ist wirklich sehr interessant. Oh, das ist schön. Mit deiner schön. Statur. Er ist jetzt eine Oberkörperkante. Wisst ihr, dass eine kleine Statur, heißt gar nicht Statur, die heißt Staturette. Wow, das mit dem Horizont erweitert, weißt du das gerade? Ich guck mir mal deine Baupläne, dann ist deine Map an. So, okay, so, sehr interessant. Ach, Banner wählen, ach cool. Farbe von Silvesterraketen kann man sich anpassen, aha. Ist geil. Wer guckt Bares Rares? Schauen wir uns das mal ganz genau an. Wer von euch schaut Bares Rares an? Ich guck das Kino zu. Satyr, du darfst es dir selber aussuchen. Willst du alle deine Items dabei verlieren oder willst du die noch behalten? Kommt ganz drauf an, wie deine Statue danach aussehen soll. Machen wir einfach verlieren, oder? Machen wir einfach verlieren. Ja, okay, das ist gut, das sind wir beim Verlieren, okay.
Ich meine, ich habe zwar eine ganze Menge Dias, mit dem ich das einfach easy wiederholen kann, aber hey. Ja, okay, mach dir deine. Hat jemand Kolben für mich? Ich glaub mir, Alter, ich werde dich so abfucken, Alter. Daran wirst du die nur erinnern. Oh, das ist so schön. Alter, ohne Witz. Wie ich mir dein dämliches Grinsen gerade vorstellen müsste, ne? Müsste ich kotzen. Oh, ich hab so eine schöne, ich hab so eine fiese Idee. Oh, das wird richtig ich geil. Ich hab auch eine fiese. Raxis, ich tu mir mit dir zusammen. Ich weiß eine Idee. Ich schreib sie dir. Schreib mir die als Nachricht, aber ich glaube, meine Idee kann man nicht toppen. Das geht gar nicht. Boah, das ist so fies, Alter. Oh, das wird so fies. Oh, das wird so fies. Alle deine Items sind weg. Ich hoffe, dass du in der Zeit nicht deinen Bogen in der Hand hast, weil wenn du ihn hast, könnte ich schon ein bisschen böse für dich enden. Also, pack ihn lieber. Freundschaftlicher Tipp, pack ihn lieber weg. So. Ich will den nicht in der Hand haben. Weißt du, was interessant ist? Ich hab mal nachgecheckt. Ich hab überall einen Stack Cheesepulver, ne? Ja, kannst du ja nicht nutzen. Ach so spielst du also. Also immer Hostprivilegien so einstellen, dass es für dich persönlich am besten ist. Ja. Weil immer so für alle anderen ausstellen, aber wenn man es selber benutzen muss, dann wieder einstellen. Ja. Weißt du warum? Spielregeln machst. Ja, ich mach auch die Regeln. Ist das mein Projekt oder dein Projekt? Hä? Ich würde mal mich weit ausfetzen. Wenn ich Projekte mache, dann endet das aber auf jeden Fall nicht so, dass ich meine eigenen Privilegien ausnutze. Nein, hab ich ja gesehen bei deinem Bedwars-Video, wo du noch im Kreativmodus warst, Alter. Hab ich gesehen! Junge! Wie du deine Privilegien nicht ausnutzt, Alter. Ich war nicht einmal. Leute, passt auf. Ja. Weißt, ich schaue so sein Video und er geht da erstmal schön im Bedwars, Alter, rennt er da rum mit seinen Horst-Privilegien, Alter. Ich war nur ganz kurz am Anfang im Kreativmodus, weil ich vergesse, mich aus Kreativmodus rauszugehen. Nein, du hast nur vergessen, dass du da gerade aufnimmst, ansonsten bist du natürlich bevor immer in diesem Kreativmodus. Bevor der erste Kampf war, bin ich schon rausgegangen. Ja, hast du trotzdem erst einen Dialog rausgeholt. Ja, ich hab's gesehen, ich überleg mir sowas Ähnliches, sagen wir es mal so. Ich will nicht zu viel verraten. Okay, dann komm ich helf dir, okay? Ich glaube, da kannst du mir nicht so wirklich helfen. Dann mach ich halt meine eigene. Da kannst du mir nicht so wirklich helfen. Ah ja, es ist chinesisches Neujahr. Ich schaue alle Tür an Falle. Gong hey Fang Shui, Gong hey Fang Shui. Chinesisches Neujahr. Ich hab keine Pisten, nein. LOL. Hast du Slime Balls? Ah, nehm ich gerne mit. LOL. Oder war das gar nicht, oder hast du aus Versehen gedroppt? Hast du Slime Balls? Dankeschön. LOL. Ich hab keine Slime, nein. Aber es wird gerade Nacht, in der Nacht findest du mehr Slimes. Geh mal, warte mal ganz kurz. Geh mal in die Richtung, da wo ich hinschlage, da gibt's so ein Sumpf-Biom. Ja, Sumpf. Und jetzt, wenn es Nacht wird, gibt's, also in der Nacht gibt's da richtig viel. Noch was hier, ist ganz schön grüne Schafe. Ist das was, Stampi? Okay. Hab ich jetzt nicht ganz locker gecheatet, Alter, locker gecheatet. Hey, da kommt da nicht mal was raus. Ich weiß, das ist das Traurige. Da kommt ja nicht mal was raus. Och man, ach komm bitte, also wirklich. Ich hab ein Trauma fürs Leben, Alter, ich kann nicht mehr Feuer sehen. Ruhig. Guck dir mal diesen Sadist an, Alter, wie der mal im Gebäude rumgeht und die ganze Zeit anzündet. Was für ein Sadist. Es würde sich verbreiten wie ein Buschfeuer. Abgestürzt, kannst mich an. Ja, dein Headset laggt auch. Ich glaube, dein Internet ist gerade generell ein bisschen low. Ich hab's auch manchmal, dass mein Internet total auf den Arsch ist. Ich will die ganzen Kisten durchsuchen, um zu checken, mit was könnt ihr mich angreifen? Nee, ich hab nur ein paar Sachen rausgenommen. Ich brauchte. Danke, Damen. Übrigens, ich hatte auch eine Diamantschaufel, die ist jetzt auch weg, aber egal. Hab ich nicht. Hab keine Schaufel. Die hab ich, glaube ich. Die hab ich. Ich seh ein Slime. Okay, nice. Danke für den Tipp, Rexy Boy. Daran sieht man einfach, was Stefan für ein Mensch ist. Weißt du, ich renne ins Nether mit Haut und Haar, mit allem, was ich habe. Um mir meine Sachen zu klauen. Er lässt alles stehen und liegen, um mir meine Sachen zu klauen. Ich versuche ihm zu helfen. Helfen? Helfen, sagt der, der mich halt totgeschossen hat mit dem Bogen, ne? Er tötet mich, bringt mich in Creeper rein. Ich töte dich! Ich töte dich! Ich mach einen Scheißdreck, Alter! Ich hab einen Scheißdreck gemacht! Das Einzige, was ich gemacht habe, was du mir vorwerfen kannst, ist deinen Bogen weggenommen zu haben und das Haus angefackelt. Ja, das habe ich gemacht. Aber ich kann nicht dafür, dass du zu blöd bist, um in den Creeper reinzulaufen, der explodiert, Alter. Dafür kann ich nichts.
Das war einfach deine eigene Unfähigkeit. Ach so, ich kann auch nichts dafür, dass du zu blöd bist und dann durch fucking Gas stirbst. Kann ich auch nichts für. Ja und? Kannst auch nichts für. Trotzdem warst du so asozial und bist hergekommen, um meine Sachen zu klauen. Nach dem Motto, her mit dem Bogen. So kamst du ran. Ja, weil ich unbedingt haben wollte, siehst damit du? Ich fetch machen konnte. Ja, siehst du? Und jetzt auf einmal, da kann ich doch nichts für. Bogen, Leute, schreibt in die Kommentare, wer hat recht. Ich. Und seid bitte unparteiisch. Mike, das hat recht. Nur so als Hinweis, der Typ mit den meisten Abonnenten hat immer recht. Sagt alle. Nur als was für ein Hinweis? Was wolltest du sagen? Ich habe einen Hinweis gegeben. Der Typ mit den meisten Abonnenten hat immer recht. Ja, genau. Das habe ich gehört. Ja. Auf Wikipedia. Ja. Stimmt, denke ich mal. Ja, genau, auf Wikipedia. Ja, da habe ich selber alle reingeschrieben. Aber Stampy Lang. Es wäre Stampy Longnose. Denke ich mal. Wer abgestürzt? Oh. Ich habe gerade einen Zombie mit einer Goldrüstung getötet, da selbst das hatte bessere PvP-Skills als Rysix. Just say. Aber wo kannst du mich einladen? Ohne Witz. Ja, warte. Rysix ist das Aura. Rysix ist gerade raus. Ich sehe gerade Verbindung mit Hergesteller. Der ist gerade raus. Ob du irgendwie mein Gebäude abfackelst. Da ist gerade wieder rausgeflogen. Hast du eigentlich mal mitgemacht bei Aura? Na, was? Was hab ich? Satyr macht nicht bei Aura mit. Weil er nicht eingeladen hat. Du willst ja gar nicht. Du kommst ja nie on. Du hast meine. Was glaubst du, warum ich dich geedit habe auf dem Messenger, dass du mir auch über Handy schreiben kannst? Was glaubst du, warum? Weil ich selten auf Konsole online bin, aber falls du was sagst. Ja, wann ist Aura? Was ist überhaupt Aura? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nur, dass du ab und zu was hochgeladen hast. Ja, das hast du das. Also, genau, Schleichwerbung. Jetzt hast du das letzte Video gesehen, dass dieses PvP-Projekt da. Er hatte reingeschaut gehabt. Ich wollte eigentlich im Stream schauen, aber da ist er die ganze Zeit offline gegangen. War das das, wo du irgendwie zwei Minuten. Ich wollte es eigentlich auch nicht stehen. Auf jeden Fall, Aura ist so eine gemoddete Map. Die hat keinen Boden. Und man ist so förmlich in der Luft. Das heißt, du bist nur in der Luft, du hast nichts bis auf einen Wassereimer, einen Lavaeimer und ein paar Bäume. Und du musst dir versuchen, damit eine eigene Stadt aufzubauen. Das heißt, immer wieder Holz nachpflanzen aus dem Lavaeimer und aus dem Wassereimer. Lass mich kurz ausreden. Aus dem Lavaeimer und Wassereimer eine Steinfarm machen, richtig viel Steinfarm und so weiter. Das heißt, aus den minimalsten Ressourcen versuchst du dir eine riesige Stadt aufzubauen mit richtig vielen Farmen, also Karottenfarmen und so weiter. Ja, das ist Aura. Und dann am Ende, also jeden Samstag, gibt es dann ein PvP-Event, wo man auf derselben gebauten Map, also da auf der Map, wo halt alle gebaut haben, drauf PvP spielen mit Enderperlen und Knockback-Sticks. Und der Gewinner das haben wir gestern halt gemacht. Und der Gewinner bekommt dann halt Items, die er dann im richtigen Aura benutzen darf. Also irgendwie Diamanten oder sonst was. Okay. Ist eigentlich relativ chillig. Okay, und wie ist es also, du hast es jetzt mir so gesagt. Aura ist jetzt am Wochenende so ein PvP-Ding, aber wann ist in der Woche irgendwie Zeit, dass man auf den Server kommen kann? Hast ja nichts von gesagt. Eigentlich kann man, also samstags ist jedes Mal PvP-Event und ansonsten ist es halt jeden Tag offen. Für eine Zeit halt. Ja, für eine Zeit. Halt. Jeden Tag. Also, wenn man auf den Server will, dann kann man auf jeden Fall auf den Server drauf. Also, das sollte nicht das Problem sein. Inwiefern? Ist halt relativ chillig, dass du halt so in der Luft bist. Weißt du, du kannst halt nicht irgendwie Minen gehen oder Minen gehen oder nach dir. Ich weiß, aber das ist gerade dieses Ding, von wegen, wenn du Bock hast, kannst du immer rauf. Das ist wie Skyblock. Das ist doch über deine Xbox, oder? Das heißt, du musst doch die ganze Zeit dann an sein. Ja, klar, aber du spielst halt nicht irgendwie 8 Stunden, du, was weiß ich, wie lange du spielst das. Also, dann zock ich Montag 2 Uhr morgens, okay? Ja, genau. Montag um 2 Uhr morgens. Ja, wie sieht's aus? Kommst du dann noch? Nein, so, ich bin halt on so gegen 2 bis, was weiß ich, 19 Uhr oder sowas, oder 8 Uhr. In der Zeit halt so jeden Tag, ein paar Stündchen. Kannst du ja streamen. Mach ich eigentlich nicht so. Ich will lieber so chillig so mit ein paar Kollegen zocken, ist so chilliger. Wenn du Bock hast, kannst du halt mitmachen. Naja, ich guck doch mal rein. Dann kannst du halt mitmachen, wenn du unbedingt willst. Meinetwegen. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Brauche ich nicht unbedingt aufnehmen, ich kann einfach so eine Scheiße bauen. Ja, ich bisschen glitschen, bisschen hier, bisschen da. Ja. Man kann nicht mehr glitschen, wenn er nicht die Aufnahmetaste drückt. Ja. Ich bin ganz anders, wenn ich die Aufnahme drücke. Wenn ich die Aufnahme nicht drücke, bin ich gefährlich. Dann zieh ich meine Kapuze über. Da bin ich ruckzuck der Typ, der da an einem Bahnhof steht und die erste Spritze kostenlos gibt. So bin ich nur live.
Vor allem so, oh, leider sind die letzten 15 Minuten, habe ich leider verloren in der Aufnahme. Das tut mir wirklich leid. Es ist auch gar nicht so viel passiert. Außer, dass ich jetzt die ganze Map nur ganz inventarvolle Diablöcke habe. Und ich habe jeden umgebracht, aber leider war das nicht auf der Aufnahme. Also. Ja, ich habe auch ein paar Diamantblöcke gefunden. Ein ganzes Inventar ist voll, aber sonst ist nichts passiert eigentlich. Ja. Sonst ist eigentlich nichts passiert. Stampi, hast du ein bisschen Redstone für mich? Doll, wo bist du denn bitte schön? Was machst du da hinten? Wer, ich? Wieso bist du out of map? Ich? Hä? Ja. Wo bin ich gerade? Ich weiß gar nicht, wie ich wieder zurückkomme. Ich bin einfach losgerannt und wollte Zombies töten und so. Du bist ultra weit weg. Okay. Du bist gar nicht mehr auf der Map drauf. Okay. Boah, wie geil. Rubinkeim, das sieht geil aus. Ich renne jetzt auch mal in die Richtung, mal gucken, wo ich hinkomme. Ich bin einfach losgerannt. Ich wollte eigentlich irgendwelche Viecher töten und so, mich einfach losgerannt. Satyr? Hast du, Stampi, hast du einen Kugelfisch? Ja, was denn? Satyr, was ist ganz wichtig ist, dein Haus ist in die Luft gegangen. Okay. Das kann... Creeper explodiert, sehe ich gerade. Da ist man mal fünf... Komm mal zu deinem Haus. Taube See. Hörst du mich noch? Ja. Ja. Ach, das war Rysex, ich wusste es. Bei Dingen. Was willst du? Ja, komm mal bitte zu mir. Du wolltest mir noch helfen bei Sachen. Das war Rysex, ne, mit dem Creeper vor meinem Haus. Wetten? Wo bist du? Nein. Ach, das ist zu lächerlich. Das soll schon. Guck, er sagt schon gar nichts. Er streitet es schon ab. Das war er. Safe, das war er. Das soll was Besseres werden als ein Creeper. Also, das ist ein bisschen zu wenig. Also, das braucht schon ein bisschen besser. Okay, jetzt weiß ich, dass du es warst. Okay. Ich bin beim Netherportal. Gut zu wissen. Beim Netherportal. Was könnte ich wohl daraus machen? Du meinst auf der anderen Seite, oder? Ja. Ich brauche bestimmte Dinge aus dem Nether. Wo bist du denn? Beim Netherportal. Was passiert eigentlich, wenn ich den Nether zurücksetze, während du im Nether bist? Das würde mich mal spontan interessieren, weißt du das? Ich glaube, dann ist das. Da passiert gar nichts. Genau. Alles bleibt genauso wie. Also, ich stehe dann einfach nur genauso rum, nur dass es halt um mich herum alles Neues. Okay, vielleicht also, stehst du dann ja in Blöcken drin und stirbst dann, weil du da drin erstickst. Ah, das könnte. Oder ich lande einfach auf der Oberfläche dieser Blöcke. Oder du landest einfach in Lava. Oder einfach zur Seite geschubst. Das könnte alles so. Es klingt alles so vielversprechend. Ich muss aber erst den Server verlassen. Ach, das ist nur Aufgabe von 2 Minuten oder so. Taubesee, wo bist du denn? Beim Portal. Geh jetzt. Ach so, da bist du. Warte mal kurz. Ich bin beim anderen.